Ich bin Jelka, ich bin 35 Jahre alt, Mentorin bei Jugendhakt, zum zweiten Mal jetzt. Ich arbeite als Selbstständige in Berlin in verschiedenen Bereichen. Im Moment habe ich einen relativ starken Fokus auf Bildungsprojekten, primär mit technologischer Entwicklung und digitalen Welten. Ich finde es super faszinierend an IT, dass man mit relativ einfachen Methoden Informationen gestalten und strukturieren kann und Systeme aufbauen kann. Ich bin vor allem daran interessiert, natürlich, wie sich junge Menschen mit Systemen und Sprachen auseinandersetzen können, um die Welt tatsächlich zu verändern und zu hinterfragen. Ich bin als Mentorin bei Jugendhakt, weil ich finde, dass es ein super wichtiger Raum ist, der gegeben sein muss für Jugendliche, zusammen rumzuspinnen. Und ich bin auch deswegen hier, weil für mich selber super inspirierend ist zu sehen, wie junge Generationen sich mit gesellschaftlich komplexen oder politisch komplexen Themen auseinandersetzen, dazu versuchen, Projekte zu entwickeln und tatsächlich versuchen, die Welt zu verändern. Das Thema dieses Jahr von Jugendhakt ist Machtcode. Das ist natürlich auch ein Wortspiel. Ich glaube, das Thema Macht ist vielleicht der grundlegende Baustein für IT oder für die Digitalität an sich. Ich glaube, die digitalen Welten unterliegen auf allen möglichen Ebenen bestimmten hierarchischen Strukturen, die natürlich hinterfragt werden müssen. Gesellschaftliche Themen sind auf Hackathons deswegen wichtig, weil alle Mitglieder ein Teil dieser Gesellschaft sind und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man diese bereichern kann, sind für mich persönlich die Essenz von Hackathons an sich. Für die jungen Menschen, die zu Jugendhakt kommen, bietet sich hier ein freier Raum, in dem sich zum einen Ideen entfalten können, die vielleicht sonst nicht so viel Raum finden, in dem viele Fragestellungen stattfinden und wo es nicht nur um das Erlernen oder erstmal primär nicht um das Erlernen von bestimmten Sprachkomplexen geht, sondern wo es darum geht, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Also ich bin ja selber mehr in der Maker-Kultur zu Hause als im Coding selber, aber ich merke, dass wenn ich herkomme, ich immer unglaublich Interesse da habe, danach wieder selber auch zu entwickeln und glaube, dass jede potenzielle Mentorin mit ein bisschen Background in einem dieser Bereiche sich auf jeden Fall melden sollte und das einfach ausprobieren sollte, weil man eben selber auch dazulernt und das Miteinander lernen und miteinander arbeiten eben ein unglaublich schöner Prozess ist und sich auf jeden Fall lohnt.